Hey, Rock and Roll! Das ist das Richtige. That's what I was working for. Rock and Roll und das A-Team steht oben und es gibt Standing Ovations. Und hier ist Andreas Jäger. So, let's go. German one. Hey. Gratuliere. Wir haben Zeit, nimm dir einen Schluck. Are you really giving me more sun? Ja, Felix. Ja, so viel Zeit muss sein. Du hast 5 Jahre gewartet, können wir auch ein bisschen warten bei Gott. Oh, ja. Das ist ein Wahnsinn. Wie geht es einem Mann, der sich gerade den Traum seines Lebens erfüllt hat? Du, ich glaube, wir sind jetzt gerade 20 Tonnen Last von den Schultern gefallen. Wenn du sowas 7 Jahre vorbereitest, ja, und diesen Moment schon so oft im Geiste durchgespielt hast, und dann kommt er nicht, und kommt er nicht, und du hast immer diese ganzen Up and Downs und die Probleme, und dann selbst am heutigen Tag, wo wir sehr schön weggekommen sind mit dem Ballon, ja, dann dieses Drama mit dem Chessbike, ich habe keine Visierbeheizung nicht gehabt. Dann war zwischendrin einmal hat man mal geglaubt, man muss das Ganze abbrechen. Und da denkst du, jetzt sitzt in dieser Kapsel, jetzt haben wir endlich erfolgreich gelauncht nach dem ersten Fehlversuch. Ja, und jetzt scheitert das Ganze an der Visierbeheizung. Ja, das kann ja nicht sein. Also du sitzt drinnen und das ist jedes Mal wieder anstrengend, jedes Mal wieder energieraubend. Und du kannst das fast nicht glauben, dass das Ganze jetzt an einer Visierheizung scheitert. Wir haben dann alle möglichen Dinge versucht. Ja, es ist nicht recht viel besser geworden. Wir haben uns dann aber doch für einen Sprung entschieden. Und ja, wie man sieht, war es die richtige Entscheidung. Du, wir haben alle, also mir und allen anderen ist das Herz stehen geblieben, als du dich so gedreht hast. Ich, keine Ahnung, vielleicht 30 Mal. Hast du selber mitgezählt, hast du gefühlt, wie oft du dich gedreht hast? Und es war so schnell, dass wir geglaubt haben, jetzt wird gleich das G-Meter losgehen. Ja, also der Exit war eigentlich perfekt. Ja. Ich habe gespürt, ich komme sehr schön weg. Dann hat es mir langsam gedreht. Ja. Da habe ich immer nur geglaubt, okay, das dreht mir jetzt ein paar Mal drüber. Und dann habe ich das Ganze unter Kontrolle und dann hat es begonnen. Ja. Dann habe ich richtig begonnen, Geschwindigkeit zu machen. Und dann ist das Ganze richtig violent geworden. Und ich habe für ein paar Sekunden gedacht, okay, ich verliere das Bewusstsein. Ich habe alles Mögliche versucht. Ja, das Schwierige ist immer in so einem Pressure Suit. Du bist unter Druck mit diesem Anzug. Ja, du spürst die Luft nicht. Das heißt, du bist jedes Mal Zweiter. Normalerweise, das ist wie Schwimmen, ohne das Wasser zu berühren. Du versuchst jedes Mal auszugleichen und bist immer diese halbe Sekunde zu spät dran. Und durch das schaukelt sich das Ganze auf, wird immer schneller. Und ich habe nur mal die Kapsel ein paar Mal gesehen. Dann habe ich mir um die Hochachse und die Längsachse gedreht. Dann ist dieses gefürchtete Flat Spinning gekommen. Ja. Glücklicherweise habe ich zwischendrin es immer geschafft, wieder irgendwie zu stoppen. Und das resettet dann diesen G-Force-Meter, der diesen Stabilisierungsschirm auslösen würde. Ja, sobald du irgendwo zwischendrin kurz stehst, resettet er und beginnt von neuem. Du musst 6 Sekunden lang durchgehend drehen, mit einer gewissen Geschwindigkeit und Gehbelastung. Ansonsten löst er nicht aus. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich löse sicher nicht aus, wir haben ja nur einen manuellen Override. Ich kann mit einem Push-Button den Stabilisierungsschirm auslösen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich immer noch der Meinung war, ich kriege es irgendwann unter Kontrolle, es dauert einfach nur. Aber es war sehr, sehr schwierig. Also es war um einiges schwieriger, als, glaube ich, wir alle angenommen haben. Das hat man gesehen, aber du warst doch ganz weit weg vom Redout. Du hast es noch unter Kontrolle gehabt. Ja, also ich war voll im Bewusstsein und ich habe zu jeder Sekunde gewusst, was passiert. Ja, nur du weißt nicht, wird es schlimmer oder wird es weniger schlimm. Ich habe dann mal versucht, den Arm auszustrecken, dann ist es schlimmer geworden. Dann habe ich auf der anderen Seite den Arm ausgestreckt, dann ist es wieder besser geworden. Aber das ist einfach sehr viel probieren dort oben. Und das unter Höchstgeschwindigkeit und das Ganze nach 6 Stunden Vorarbeit. Ja, weil du stehst ja auf in der Früh um 2 Uhr, musst du hier am Platz sein. Dann das ganze Pre-Breathing, also du kommst dort oben schon mit sehr wenig Energie an. Und dann beginnt es aber erst. Ja, du stehst da draußen on top of the world. Ja. Und dann musst du erst performen und das war sehr, sehr schwierig. Ja, du bist dehydriert, du bist müde. Dort oben ist eine ganz andere Welt, der Körper reagiert ganz anders dort oben. Also es war sehr, sehr schwierig, aber ich hoffe, wir sind überschall geflogen. Ja, ich kann es leider nicht sagen, unser Rekordmann hat gerade das Chessback zu sich genommen und wertet jetzt die Daten aus und ich glaube in wenigen Stunden werden wir es wissen. Ja. Ja, das ist auch eine Frage von Professor Walter aus dem Servus TV Studio und zwar selber Astronaut. Er wollte wissen, hast du irgendwas gespürt? Hast du selber gedacht, das muss gewesen sein? Das war der Schock vom Überschall? Nein, also diesen Sonic Boom habe ich nicht gespürt. Ich glaube, der findet ja hinter einem statt und ich war wirklich so beschäftigt, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen, weil du einfach mit unglaublichen 1100 km/h unterwegs bist und da zu reagieren, kann man sich vorstellen, ist sehr, sehr schwierig. Du bist jedes Mal Zweiter. Ich habe es Gott sei Dank irgendwie geschafft, aber ich habe absolut keine Ahnung, ob ich Überschall geflogen bin und wenn, zu welchem Zeitpunkt. Darf ich was sagen? Es hat mich sehr gefreut. Du hast Joe Kittinger einen Rekord gelassen, nämlich den längsten freien Fall. Das ist sehr österreichisch, das ist ganz toll. Ja, ich glaube, das hat er verdient, der Joe. Er hat ja doch über 52 Jahre diesen Rekord gehabt und den längsten freien Fall sollte man ihm lassen. Aber ich glaube, er hat einen Stabilisierungsschirm benutzt.
deswegen ist er langsamer gefallen, oder? Danke, Felix, fürs erste Interview. Du musst weiter. Die Presse wartet auf dich. Ja, das war Felix Baumgartner. 3 Rekorde hat er gebrochen. Vermutlich, wir warten noch auf die wirkliche Bestätigung durch Brian Adley. Einen hat er netterweise Joe Kittinger überlassen. Soweit Andreas Jäger aus Roswell in New Mexico für Servus TV.